Hallo Leute und herzlich willkommen zu Phasmophobia. Es gab ein Update, das Willow Street House ist zum Beispiel dazu gekommen und tatsächlich mit ein bisschen Glück haben wir es heute. Und also ja, wir haben es ja heute schon. Das ist auf jeden Fall nice. Unsere Ziele sind natürlich wie immer herauszufinden, welche Art von Geist es sich handelt. Entkommen Sie den Geist während einer Jagd, ist das vierte Ziel. Wieso lese ich das zuerst? Verjagen Sie den Geist mit Räucherstäbchen, haben wir jetzt leider nicht. Lassen Sie das Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Ich weiß nicht, ob das auch funktioniert, wenn ich alleine bin. Ich würde sagen, ich bringe einfach direkt mal alles wieder rein. Ich habe übrigens diesmal auch Sanity-Pillen, aber ich glaube, die lasse ich hier draußen tatsächlich. Und ja, dann mache ich jetzt erstmal alles rein und dann, ja, sehen wir uns drin wieder. Bis später. Okay, Leute, vielleicht doch nicht bis später. Ich bin gerade auf dem ersten Weg. Aber, Alter, das sieht so geil aus hier mit dem Weg und diese Backsteinmauer. Alter, ich finde das so geil. Ich will das Haus kurz angucken. Okay. Wir machen hier mal alles in die Küche, okay. Wir erkunden das Haus danach zusammen. So, Leute, ich habe jetzt alles drin. Oh Gott, und direkt Schritte gehört. Wir nehmen als erstes den EMF-Reader und den Fotoapparat mit. Und dann gehen wir mal durchs Haus und suchen einen Ausschlag. Alter, eine Badewanne, der ist übel lang. Okay, das ist das Badezimmer hier. Das Wasser lassen wir erstmal noch nicht raus. Da ist halt das, ja, keine Ahnung, Küchenzimmer, aller. Genau, hier geht's dann in den Keller, oder? Ja, da gehen wir erstmal nicht rein. Was hat's hier noch? Das Ganze ist jetzt übrigens gerade ankalt, weil ich das Haus das erste Mal erkunde. Hier ist ein Bett, ein großes mit einem Hasen, okay. Creepy as fuck, aber okay. Hier drüben ist schon die Tür offen und das ist ein Kinderzimmer scheinbar. Oh, ein PC, Alter. Jo, drei Bildschirme. Not bad, Alter. Not bad, auf jeden Fall. Okay. Was gibt's hier noch? Da vorne gibt's auf jeden Fall noch Räume. Da vorne, direkt hier nebenan und da drin, glaube ich, auch noch. Okay, hier ist sowas wie eine... Ja, hier ist die Garage, ja. Okay, und da ist das Stromdings. Wieso ist denn der so aus? Okay, MFV-Schlag hatten wir aber bisher noch nicht. Okay, ich gucke jetzt mal noch kurz hier. Es hat kein oberes Stockwerk. Es hat einfach, wie gesagt, noch einen großen Keller mit mehreren Räumen. Deswegen würde ich sagen, ja, gehen wir ja in den Keller. Juhu. Okay. So, hier unten angekommen. Gucken wir uns erstmal hier um. Hier ist ein Raum auf jeden Fall. Da ist aber schon mal auch nichts. Also kein Ausschlag. Dann geht es hier nach hinten. Achso, das ist ein Palette. Ich musste gerade kopfen, was das ist, Alter. Oh, das ist schon mal ein Gewitter. Es hat gerade gedonnert, Alter. Okay, hinten ist dann einfach sonst noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob neue Dings dazu gekommen sind, weil ich habe letztens unter einem Update-Zeugs gelesen, sie sollen mehr Leute hinzufügen, also mehr Leute, mehr halt eben, ja, keine Ahnung, Monster oder was auch immer. Wow, war das gerade in Real Life? Oder war das im Spiel? Ich bin so paranoid, Alter. Okay, Buch, hat er noch nichts reingeschrieben. Ich versuche mal mit ihm zu sprechen, mal gucken, ob er antwortet. Bist du hier? Wer bist du? Okay, er hat nicht mit mir gesprochen. Er mag mich schon mal nicht. Wir machen hier doch einfach mal Licht. Mal ein bisschen Licht in die Bude. Und die Kamera stellen wir auch einfach mal schon hier auf, so provisorisch. Dann hätten wir das auch geklärt. Dann habe ich hier jetzt so einen Bewegungssensor. Den können wir hier, glaube ich, einfach an die Wand klatschen. Mit F, genau. Und der ist jetzt rot. Und wenn ich davor laufe eben, oder der Geist, sollte der eigentlich grün werden. Aber scheiße, ich bin zu weit weg hier. Okay, dann machen wir den einfach hier. Ah ja, da ist ein Knochen, alles klar. War der vorhin schon da? Ich denke nicht. Okay, hier ist der Licht. Schalter. Okay, Knochen. Fotografieren bitte einmal. Perfekt. Wie viel hat das Foto gezählt? 3 Stück. Perfekt. Das gibt Geld. Okay. War das vorhin auch schon da? Nee, jetzt ist das wirklich ein Poltergeist. Warte, wir können ja kurz... Oh, Leute, ich habe das Laptop einfach aufgehoben. Alles klar, Digga. Oh, da ist ein Messer. Alles nice. Alles nice, what? Alles klar, meine ich. Ich guck kurz... Oder warte, wir gucken kurz ins Journal. Hier gibt es Geistertyp. Es gibt den Spirit, das Gespenst, das Phantom, Poltergeist, Banshee, Jin, Mare, Revenant, Shade, Dämon, Yurei, Oni, Yokai. Es gibt wirklich neue. Yokai,
Huntu, das sind die neuen, okay. Ich weiß noch nicht, was ich von denen halten soll. Ich lese mal kurz etwas über die nach. Okay, der Huntu ist ein seltener Geist, der in heißen Klimazonen zu finden ist und der ist langsamer in kalten Räumen scheinbar. Das können wir uns dann theoretisch zum Vorteil machen. Gut. Ein Yokai ist ein gängiger Geist, der von menschlichen Stimmen angezogen wird. Sie spuken normalerweise in Familienhäusern. Das Sprechen in der Nähe eines Yokais verärgert ihn und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass er angreift. Schwächen bei der Jagd. Kann ein Yokai nur Stimmen in seiner Nähe hören? Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob wir einen der neuen Geistertypen haben oder... Also das neue Haus haben wir ja schon. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob es schlau wäre, wenn wir alles ins Kinderzimmer bringen, weil dort war ja die Tür schon offen, als wir gekommen sind. Das ist ja normalerweise nicht der Fall. Aber wieso liegt in diesem Haus so viel am Boden? Also... Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, es ist einfach halt schon wieder... Also, war diese Tür schon immer so zu? Es könnte halt ein Poltergeist sein, weil er im Dings in der Küche... Warte mal, ich zeige euch das kurz. In der Küche liegt ja hier auch dieses Er ist durch... Oh Gott. Alles gut. Alter, was im Haus? Hallo? War der Safe jetzt da durchgewandert? Wie Taschenlampe? Kann ich dich kurz droppen? Achso. Ich kann aber leider keine Steps hinterlassen. EMF mache ich auch mal an, weil dann... Ach, Digga. Ey. Können wir die nicht hin... Alter. Ist es denn nicht möglich, dass die EMF... Ah, doch, okay. Wollte gerade sagen. Ist es denn nicht möglich, dass die EMF-Anzeige oben ist? Okay. Da der Geist die obviously vorhin... Ist das gar kein Meme mehr hier? Digga, meine W-Taste. Können wir das hier anmachen? Oder hier? Nee. Muss scheinbar wirklich an der Wand sein, oder? Ja, okay. Digga, ich komme nicht näher zur Wand. So. Und wenn der jetzt... Oh. Digga, wie lange huntet der denn? Ah. Okay, jetzt ist schon mal fertig gehuntet. Okay, ich weiß leider... Ich habe leider den MMF wieder nicht ganz gesehen. Och, Mist. Habe leider nicht ganz gesehen, auf welcher Stufe das war. Aber scheinbar ist dieser Raum hier gar nicht mehr so schlecht. Haben wir den gar nicht mehr so schlecht ausgewählt. Ich mache jetzt den MMF nochmal hier. Das Salz lasse ich mal noch hier. Wir könnten mal noch kurz wegen Fingerabdrücke gucken. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Vielleicht finde ich irgendwo irgendwas. Ey, das ist nicht lustig. Ich habe gerade schon wieder das Licht ausgemacht. Findet das scheinbar witzig. Tja, ich habe die Orientierung verloren. Oh, Fingerabdruck. Okay, er ist doch im Kinderzimmer. Okay, Licht. Ja, dann holen wir mal das Buch und so weiter. Okay, Fingerabdrücke haben wir auf jeden Fall gefunden. Die fotografieren wir dann gleich auch nochmal. Oder ich versuche es. Der Bewegungssensor kommt erstmal mit. Wir können noch gar nicht mehr mitnehmen, Leute. Oh, Lord. Oh mein Gott. Ich habe begeistert scheinbar im ganzen Haus herum. Hier auch noch Fingerabdrücke an den Scheiben. Können die wirklich nur an der Tür. Der MF-Reader geht wieder los. Ist er denn noch da vorne? Bitte nicht. Gerade erst angefangen. Ja, wahrscheinlich. Ach komm. Da, mein Gott, wir hatten kaum Beweise. Ja, keine Ahnung, was das war, Digga. Ein Huntu. Tatsächlich, es war der neue. Den Knochenbeweis und Aufgabe 3 haben wir zum Glück aber bekommen. Okay. Ich wähle kurz einen neuen Job und dann gehen wir wieder ins Game. Okay, Leute, wir sind jetzt hier beim Anglefield Street House. Das ist aber scheinbar, das kennt man, das habe ich schon mehrmals gespielt, leider. Vielleicht sagt euch das hier schon ein bisschen was. Okay, die Ziele für dieses, dieses Haus sind, entdecken, um welche Art von Geist es sich handelt, bringen den Geist dazu, eine Kerze auszublasen, können wir nicht machen. Foto vom Geist können wir machen, verjagen sie während der Räuberstäbchen, okay, das können wir auch nicht machen. Okay, dann bringe ich mal wieder alles rein. Oder beziehungsweise, ich kann jetzt nur noch das hier Zeugs reinbringen, weil... Ich habe halt das andere verloren, weil ich gestorben bin. Das ist halt sehr bitter, weil das hat sehr viel gekostet alles. Digga, irgendjemand hat unsere Items geklaut. Ah ne, das liegt da unten drin. Okay, ich würde sagen, wir machen unsere altbekannte Taktik. Ich gehe mal durch jeden Raum in diesem... Hallo? Haus? Alter, meine W-Taste, ich... Ja, Digga, endlich. Ich gehe mal durch jeden Raum des Hauses. Ich muss jetzt halt so seitwärts laufen, weil meine W-Taste irgendwie nicht mehr richtig funktioniert. Mann, das regt mich auf. Okay, und das heißt, ich gehe jetzt mal durch jeden Raum und gebe euch Bescheid, wenn ich irgendwas finde.
Oh, lol. Alles klar. Kalt und EME5, das tragen wir direkt ein. Ja, moin, Digga, es geht direkt wild los. Ja, auch könnte es ein Phantom, ein Banshee. Ja, es könnten nur noch die zwei sein. Das Coole ist, wenn es ein Phantom ist, warte mal. Das Coole ist, wenn es ein Phantom ist, dann können wir es verscheuchen, wenn wir ein Foto machen. Genau. Okay, ich versuche mal zu sprechen. Hallo? Bist du hier? Redet nicht. Ich find's schade, Digga. Die Geister reden so wenig. Ich könnte mir das voll creepy vorstellen, wenn die dann so richtig antworten, ausführlich, und die auch Angst machen mit irgendwelchen creepy Sätzen oder so. Okay, ich bring jetzt erstmal alles hoch. Oh, da ist ein Knochen. Was ein Zufall, aber auch. Oh, die ist jetzt am Boden gefallen. Okay, ich mach dann noch kurz ein Foto. Lol. Habt ihr diese Melodie auch gerade gehört? Oh, eine Gitarre. Nice. Okay, ich stelle hier kurz die Kamera auf. Vorhin ist auch noch das Licht ausgegangen. Oh mein Gott, er huntet. Digga, kann es sein, dass die viel länger hunten als vorher? Der ist schon wieder so lange am Rumlungern gewesen. Oh, er ist schon mal reingekommen. Okay, haben wir ins Buch hat er nicht geschrieben. Fingerabdrücke haben wir auch keine. Oh, das war die normale Taschenlampe. Mach hier die Tür zu, mein Gott. Bin hier am Ermitteln. EMF, was könnten wir noch? Ja, eigentlich haben wir alles geguckt. Warte mal, welche Sachen könnten es denn noch sein? Okay, bei einem Banshee müssten wir noch Fingerabdrücke finden und bei einem Phantom ein Geisterohr. Okay, dann gucke ich. Oh, 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 ganz ruhig, Digga. Alter, hab ich mich erschrocken. Okay. Ey, jetzt verpiss dich doch. Okay, ne, also Fingerabdrücke finde ich keine. Ich gehe jetzt einfach raus, Digga. Kein Bock mehr. Oder hier vielleicht eine Tür? Nee, keine Fingerabdrücke. Okay, dann gehen wir raus. So schnell wir können. Oh, Alter, ich dachte gerade, weil das Schloss bei der Tür war, ich dachte gerade, wir kommen nicht mehr raus. Es war auch gerade noch auf 10. Holy shit. Unsere Sanity? Oh Gott. Zum Glück sind wir rausgegangen. Okay. Kamera-Switch? Ist einfach Tag. Okay, dann gucke ich jetzt mal ein bisschen, ob ich irgendwas erkennen kann. Oh, lol, habt ihr das gesehen? Der hat da einfach irgendwas umgeboxt. Das Ding ist, eigentlich müsste ich nochmal rein, weil ich kann mich ja nicht versichern, dass es Fingerabdrücke hat. Da ich aber die ganze Zeit noch kein Geisterorb gesehen habe, trage ich das jetzt einfach rein. Ich will da jetzt nicht nochmal rein, Digga. Ich will das jetzt nicht riskieren, Digga. Okay, dann haben wir jetzt halt einen Fingerabdruck gefunden. Das heißt, es ist ein Banshee, weil es kommt ungefähr hin, weil er war auch relativ aktiv bzw. aggressiv. Ich gucke noch mal kurz ein bisschen, vielleicht sehe ich ja per Zufall noch einen Geisterorb, aber sonst. Alter, guck mal, er bewegt die ganze Zeit diese Tasse dort, was das ist. Ansonsten, ja, fahren wir los, Digga. Ja, okay, Leute, aber also ganz ehrlich, ich finde nichts mehr. Scheiß mal drauf, wir gehen jetzt einfach. Vielleicht sehen wir per Zufall noch was, aber ich denke mal nicht. Es war ein Phantom, was? Aber wieso hat man denn keinen Geisterorb gesehen? Was soll das? Versicherung minus 0? Okay. Aber guck mal, eigentlich hätten wir nur 25 gemacht, aber da ich sogar auf Probe gestellt habe, haben wir jetzt einfach das Dreifache bekommen. Alter, geil. Und Leute, oh, wenn keinem XP reicht, ist nicht. Ach komm, scheiß drauf, Digga. Okay, Leute, das war's mit dieser Folge Phasmophobia. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Thank you.